Yo, liebe Malonster Gang, heute reagieren wir auf böse Onkids Koma Tour 2000. Erstmal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Wir sind jetzt mittlerweile 280 Abonnenten, Freunde. Vielen lieben Dank, ihr feiert die Videos gerade ultra. Also ihr müsst euch überlegen, in der Woche habe ich alle zwei Tage was hochgeladen. Und das zeigt mir einfach, dass ihr das feiert, supportet. Und da habe ich natürlich wieder Bock, mehr aufzunehmen. Grüße gehen natürlich wieder raus an No Name. Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für deine ganzen Vorschläge, die du mir ausschreibst. Oder auch an alle Leute, die mir immer Kommentare schreiben unter den Videos. Vielen, vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Und Freunde, wir machen jetzt einen Aufruf. Es klingt immer so, als würde ich betteln, die ganze Zeit betteln, und ich will auch nicht in jedem Video betteln, aber lasst uns einfach mal einen Aufruf zusammen machen, weil wir jetzt so viele Leute schon mittlerweile sind. Teilt dieses Video auf Facebook, auf eurer eigenen Seite, muss ja nicht in irgendeiner Gruppe sein, kann auch private Vorschläge sein mit einem YouTube-Link zu meinem Kanal. Wenn ihr Freunde oder Leute kennt, die auch böse Onkels feiern, schickt das auf WhatsApp, auf Facebook, so dass wir die 300 Abonnenten erreichen. Ich will einfach mal schauen, wie schnell wir diese 300 Abonnenten jetzt erreichen können, Freunde, weil ich flatter jeden zweiten Tag jetzt Videos hinterher und ich bin da richtig im Fokus drin, obwohl ich eigentlich den Fokus auf meine Abschlussprüfungen setzen sollte, aber gut, ihr seid mir natürlich auch wichtig. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich schnacke nicht lange rum und wir reagieren einfach mal auf Koma. Auf jeden Fall ein interessanter Titel. Oh, ist das ein Piano? Ich weiß es nicht. Ist auch auf jeden Fall älter. Ja. Eine nächtliche Parade. Ich finde es ja geil, wenn die beiden zusammen singen. Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt dann nochmal ein bisschen epischer. Und ich finde, die beiden oder allgemein die vier sind einfach Legenden in meinen Augen. Also wirklich, das Lied klingt auf jeden Fall auch mega geil. Und ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist. Piano? Ich weiß es nicht, glaube ich. Oder im Hintergrund dieses dumm, 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 dumm. Ich glaube, das ist ein Piano. Klingt auf jeden Fall geil. Und auch, oder nee, das ist glaube ich von der Gitarre. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich sehe Fetze meines Lebens, Fragmente meines Seins, wie Messer, die mein Herz durchbohren, stummes Schreien. Wer da Midlife dabei war, ne?
auf der Tour 2000 oder was auch immer. Der hat wirklich das Glück, wirklich vier Legenden live zuzuhören oder auch bei anderen Shows. Es ist ja nicht so, dass man nur einmal die vier live hört, eigentlich jedes Jahr ist das. Ne, wegen Corona gerade nicht. Aber ich denke mal, dieses Jahr oder nächstes Jahr wird es auf jeden Fall möglich sein. Ihr könnt ja auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, wann mal wieder Live-Konzerte stattfinden werden, Orte oder so. Weil ich würde gerne irgendwo dabei sein. Hätte ich Bock drauf, wirklich. Hätte ich richtig Bock drauf, die vier Legenden mal live zuzuhören. Da müssen wir auch richtig viele Leute am Start gewesen. Piano oder... Nee, das ist auf der Gitarre, glaube ich. Oder? Ihr müsst es in die Kommentare schreiben. Klingt auf jeden Fall Hammer. Vor allem die Leute da im Publikum mit dem Feuerzeug und so. Dings, das sieht... Ey, das ist geil. Das ist Hammer. Hammer, hammergeiles Lied. So Leute, abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, das Lied... Hat mir auf jeden Fall wieder sehr geile Gänsehaut verpasst. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was das war. War das im Piano oder war das auf der E-Gitarre drauf? Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Und ja, Freunde, schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr das Lied fandet. Ob ihr da auch mit live dabei wart. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sind kurz vor den 300 Abonnenten. Ihr rastet gerade übelst aus. Rastet gerade übelst aus mit dem Support. Da habe ich natürlich Bock, weiterhin jeden zweiten Tag Videos für euch zu produzieren, auch wenn ich Abschlussprüfungen in 2-3 Wochen schreibe. Ich muss mich da auch ein bisschen mehr drum kümmern. Gut, aber ne, ich mache es halt für euch, weil es mir Spaß macht und ich sehe, dass ich gute Resultate sehe, dass ich positive Kommentare sehe. Ihr motiviert mich weiterzumachen und nicht das schleifen zu lassen. Und ja, Freunde, supportet immer weiter. Dann kommt auf jeden Fall immer mehr böse Onkel-Stuff. Schreibt weitere Kommentare auf die Sachen, die ich reagieren soll. Und ja, teilt mich auf jeden Fall in ein paar Gruppen. Ich will nicht immer betteln, Freunde, aber wir zusammen könnten wirklich eine starke böse Onkel-Reaction-Community werden. Zusammen können wir alles erreichen. Vielen lieben Dank für euren ganzen Support und wir würden uns einfach im nächsten Reaktionsvideo wiedersehen. Bleibt positiv und habt einen schönen Tag.